Die beiden Enten und der Frosch. Sieh da, zwei Enten jung und schön. Die wollen an den Teich hingehen. Zum Teiche gehen sie munter und tauchen die Köpfe unter. Die eine in der Goschen trägt einen grünen Froschen. Sie denkt allein, ihn zu verschlingen, das soll ihr aber nicht gelingen. Die Ente und der Entrich, die ziehen den Frosch ganz fürchterlich. Sie ziehen ihn in die Quere, das tut ihm weh gar sehr. Der Frosch kämpft tapfer wie ein Mann, ob das ihm wohl was helfen kann? Schon hat die eine ihn beim Kopf, die andere hält ihr zu den Kropf. Die beiden Enten raufen, da hat der Frosch gut laufen. Die Enten haben sich besonnen und suchen den Frosch im Brunnen. Sie suchen ihn im Wasserrohr, der Frosch springt aber schnell hervor. Die Enten mit Geschnatter stecken die Köpfe durchs Gatter. Der Frosch ist fort, die Enten, wenn die nur auch fort könnten. Da kommt der Koch herbei sogleich und lacht. Hehe, jetzt hab ich euch. 3 Wochen war der Frosch so krank. Jetzt raucht er wieder. Gott sei Dank.